So, da sind wir wieder bei Assassin's Creed 3. Wir haben letzte Folge unseren Vater hier gerettet, der ja wieder erwarten gefangen genommen worden ist. Haben bei Abstergo ein bisschen aufgeräumt und dank Eden Apfel, ja, nachher oder im späteren Verlauf halt wirklich da alles gekillt. Oder sich gegenseitig sich killen lassen oder was weiß ich, was der Apfel da gemacht hat. Und jetzt haben wir wieder eine neue Energiequelle. Wir müssen da oben irgendwie hin. Da waren wir ja schon mal, aber ich weiß nicht mehr, wie wir hinkamen. Aber zuerst quatschen wir noch mit so ein paar Leuten hier. Hallo. Hey. Glaubst du, Vidics Tod wirft Abstergo zurück? Eher nicht. Klar, er war ein Pionier des Animus. Aber die haben die Technologie seit Jahrzehnten. Andere werden seinen Platz einnehmen. Und Cross? Er war eine tickende Zeitbombe. Ich bezweifle, dass sie um ihn trauern. Ich glaube, er war mehr ein Symbol als ein Aktivposten. Es tut mir leid, ich wollte deine Leistung nicht schmälern. Aber es erfordert mehr als ein paar Tote, um die Templer aufzuhalten. Hat Vidic dich in den Animus gesteckt, als du bei Abstergo warst? Können sie deine Erinnerung nicht bis hierher zurückverfolgen? Oh, sie haben es versucht. Ich habe es ihnen schwer gemacht. Man kann sich wehren, weißt du? Du kannst die Übertragung verschleiern oder dich einfach nicht bewegen. Die hätten schon bekommen, was sie wollten. Aber es hätte Wochen gedauert. Vidic hat mal gedroht, mich ins Koma zu versetzen. Dann wärst du zwar gefügig, aber wenn der Benutzer nicht mitmacht, ist alles durcheinander. Ich weiß, die arbeiten daran, Erinnerungen zu extrahieren und sie durchsuchen zu lassen. Vielleicht analysieren sie gerade meine. Vielleicht finden sie uns hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir durch diese Tür müssen. Ja, ich sollte wohl wieder zurück in den Animus. Nee, zuerst mal Energiequelle einsetzen. Hey, also wenn das alles vorbei ist, vorausgesetzt, es geht gut. Naja, ich hatte gehofft, ich könnte nach Hause. Nichts wäre mir lieber. Wir haben es fast, Junge. Okay. Blöde Steine. So, dann gehen wir hier noch zu unserem Freund da oben. Mal gucken, was er hier so meint. Ich bereue, dass du dich nicht in die Abstergo-Server gehackt hast, als du da warst. Ein paar wohlplatzierte Relais und wir würden in Daten schwimmen. Wir haben, was wir brauchen. Bis auf den Schlüssel. Wir sind nah dran. Woher weißt du das? Einfach so. Ich habe etwas herumgestöbert. Wusstet ihr, dass hier unten Maschinen sind, die, Mana herstellen? Zauberer-Mana oder biblisches Mana? Was glaubst du denn? Biblisches natürlich. Die Griechen nennen es Ambrosia. Die Inder Amrita oder Soma. Die meisten Kulturen kennen göttliche Nahrung, obwohl es ganz und gar nicht so schmeckt. Du hast etwas aus einem 75.000 Jahre alten Automaten gegessen? Und ich habe es sogar überlebt. Also, wonach hat es geschmeckt? Pappe. Schmeckt wie Pappe. Keineswegs legendär. Ich frage mich, ob die erste Zivilisation andere Geschmacksrezeptoren hatte als wir. Vielleicht ist der Aromator kaputt. Aromator? Du kannst echt mit Worten umgehen, Rebecca. Ich denke, das Zeug war einfach nur abgelaufen. Schon so stark abgelaufen, dass es schon fast wieder gut war. Da draußen wird es echt immer schlimmer. Wie meinst du das? In den letzten zwei Wochen gab es jeden Tag stärkere Sonneneruptionen. Ältere Satelliten fallen nach und nach aus. Es gibt Gerüchte, dass man die Crew der internationalen Raumstation abziehen will. Und auf dem Boden wurde bereits damit begonnen, Kraftwerke und Trafostationen abzuschirmen. Nicht, dass es einen Unterschied macht. Es geht um mehr als Stromausfälle. Wir haben gesehen, was tatsächlich passiert. Wie funktioniert das? Also, ich bin kein Physiker, aber es hat irgendwas mit dem Erdmagnetfeld zu tun. Die Flares und Masseausstöße stören es. Und das löst wohl seismische Aktivitäten aus. Ich habe versucht, Leute zu erreichen, die es wissen müssen, aber die sagen, das sei Quatsch. Und ich werf's ihnen nicht vor. Es klingt ja auch lächerlich. Ich wünschte, das wär's. Beenden wir die Sache mit Connor.
Okay. So, gehen wir noch zu ihr hier rüber, sofern sie nicht gerade hier am Animus rumsteht und ich aus Versehen den aktiviere. Hey Desmond, hat Subjekt 16 nicht... Sein Name war Clay. Sorry, hat Clay nicht gesagt, Washington wäre ein Templer? Nein, er deutete an, dass Washington Kontakt zu einem Edenapfel hatte. Alles andere ist nur Spekulation. Außerdem, dem Gemälde nach, auf das Clay sich bezog, war dieses Ereignis viel später in Washingtons Leben. Vielleicht war Connor gar nicht beteiligt. Das ist schwer zu sagen. Wir müssen warten und sehen, was passiert. Falls überhaupt was passiert. Und wie war es, wieder bei Abstergo zu sein? Ich dachte nicht, dass ich da lebend wieder rauskomme. Es ist gut, dass Cross diesen Zusammenbruch hatte. Wäre er nicht durchgedreht, wäre ich jetzt tot. Ich schätze, er hat sich nie ganz erholt. Wie meinst du das? Als er damals zu uns kam, zeigte er schon Symptome des Sicker-Effekts. Und zwar sehr stark. Es konnte jederzeit einfach so passieren, auch ohne den Animus. Er wurde auch manchmal gewalttätig. Hat viel Zeit und Therapien erfordert, aber wir dachten, wir hätten es unter Kontrolle. Aber als er dann wieder zu Abstergo ging, wer weiß, was die ihm antaten. Ich habe immer noch Angst, dass mir das auch passiert. Er wuchs in einem Animus auf, Desmond. Es gibt Überstimulierung und es gibt Daniel. Armer Kerl. Das kann dir niemals passieren. Wir passen auf. Wenn das alles vorbei ist, sollten wir irgendwohin verreisen. Einen Urlaub als Siegesfeier. Ja, das klingt gut. Hör dich nur an. Italien, Brasilien und die USA. Alles in ein paar Wochen. Und du beschwerst dich, dass du nicht genug rauskommst. Im Ernst, Sean? Nein, nicht im Ernst. Bist du verrückt? Glaub mir, niemand braucht einen Urlaub mehr als ich, klar? Hast du die geringste Ahnung, wie schwer es ist, diese Datenbank-Einträge zu schreiben? Jo. Je eher wir hier fertig sind, desto eher geht's in den Urlaub. Was die nicht hier alles glauben, dass wir hier noch Urlaub machen. So, was haben wir denn hier für lustige neue Nachrichten? So, das sind glaube ich alles alte, die kennen wir. Bla 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 bla. Alles eure Schuld, okay. Das kennen wir auch. Ja, hier werden wir mal wieder geflamed. Also, da ist dann schon die Mail von meinem Vater. Also die Tante wird mir immer suspekter. Okay, das war's dann auch schon. Und jetzt Energiequelle einsetzen, Energiequelle einsetzen, Energiequelle einsetzen. Wie geht denn das? Das war doch hier oben irgendwo. Ging doch was auf, oder? Ups. Ja, das kommt mir bekannt vor.
Na? Wieso greifst du da nicht hoch? Das ist ein dummer Wurf. So, das war irgendwie, irgendwie hier rüberklettern musste. Auch irgendwie sowas Ähnliches machen musste, oder? Dammit. So, dann nochmal. Jetzt hier rüber. Fallen lassen. Oder musste ich das so machen? Okay. Und hoch. Hier war doch auch so, da musste man sich einmal rumhangeln. Da kommen wir auch wieder runter. Dann verließen sie ihn. Ach ne, da ist es. Das Ding geht schon mal bis dahin. Aber das Tor ist immer noch zu. Und es hat sich jetzt auch kein neues Ding hier aufgemacht. Also denke ich mal, sind wir kurz. Ja, das heißt bestimmt kurz vorm Ende. Wird bestimmt noch ein bisschen gehen, aber ich denke mal, wir müssen nicht nochmal irgendwie einen Energiekristall oder sowas besorgen, es sei denn, das ist dann der letzte Kristall. Also im Prinzip brauchen wir, glaube ich, nur noch den Schlüssel, um halt hier das Ding aufzumachen und dann da. Na los, Desmond, steig wieder ein. Und dann halt darüber zu kommen. Na gut, dann steigen wir wieder ein.
Oder sehen wir da die Gute noch hier irgendwo rumfliegen? Ich denke mal nicht. Und wenn doch nochmal, dann sehen wir es ja eh dann. Wenn wir die nächste Konsole hier suchen. Aber ich glaube, das war's mit den ganzen Konsolen. Also legen wir uns wieder hier rein. Die Zielgerade, Desmond. Ich kann es fühlen. Das Kriegsglück wendet sich. Die Loyalisten ziehen sich vor den vorrückenden Patrioten zurück. Ihre Kontrolle über das Land wird jeden Tag schwächer. Die Templer dagegen werden immer stärker. Trotz geringerer Anzahl geht von ihnen die größere Gefahr aus. Und was am schlimmsten ist, Washington hat Charles Lees Leben verschont. Ich hörte, er sei nach Fort George geflüchtet. Und so suche ich seit Tagen nach einem Weg dort hinein. Von meinem Vater fehlt jede Spur. Und das ist gut so. Wenn ich mich Lees entledige, gibt es noch Hoffnung auf eine Versöhnung. Und somit auf Frieden. Connor? Er verlangt nach dir. Na, ihm scheint es nicht mehr so gut zu gehen. Komm schon. Deine Trauer hilft mir auch nicht mehr als die Suppen und Tränke dieser Narren. Erzähl mir von deinen Heldentaten. Charles Lee wurde enttarnt und endlich von den Patrioten verjagt. Sie marschieren nun auf die übrigen Städte, um das Land endgültig zu befreien. Dann hast du gesiegt. Das Land und dein Volk sind sicher. Aber du hast Sorgen. Washington hat Lees Leben verschont. Solange er lebt, sind alle in Gefahr. Dasselbe gilt auch für deinen Vater. Als du damals zu mir kamst, wusstest du, was getan werden muss. Und schworst, es zu tun. Wenn nicht für die Bruderschaft, dann für dein Volk. Und für alle, die unter den Templern litten. Doch wenn Lee tot ist, könnte mein Vater... Hör mir gut zu. Du hast nicht so viel erreicht, um es für falsche Gefühle fortzuwerfen. Alle beide müssen sterben. Achilles. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Connor, ich kam so schnell ich konnte. Bringst du gute Nachrichten? Der Comte de Grasse sagt ja. Stoß nur zu seiner Flotte in der Chesapeake Bay und sie werden tun, was nötig ist. Bloß was genau habt ihr eigentlich vor? Ich werde es dir zeigen. Charles Lee wurde vielleicht entlassen. Doch das heißt nicht, dass wir sicher sind. Aber der Kommandant... Der Commander unterschätzt die Gefahr. Und wir dürfen keine Zeit mehr vergeuden, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich muss es selbst tun. Und was genau? Charles Lee töten. Er versteckt sich in Fort George und das liegt selbst mitten in einem militärischen Bezirk. Ich kann keinesfalls direkt hinein. Also komme ich halt von unten. Incroyable. Die Tunnel, die zum Vorführen, wurden zugeschüttet. Während ich die Schiffe des Admirals sichere, musst du sie räumen. Und die Schiffe? Auf ein Zeichen hin bombardieren sie das Fort. Zerstören die Mauern und lenken sie ab. Ich verstehe. In dem Chaos werde ich hineinschleichen, Charles Lee finden und zum Schweigen bringen.
klingt doch schon wieder nach irgendwelchen Seeschlachten. Wieso habe ich jetzt eine neue E-Mail erhalten, obwohl ich jetzt wieder hier draußen bin? Ach Mensch. So, aber ich wollte mir eigentlich... Wo ist denn... Ein Spiel spielen wollte ich nicht. Wo komme ich denn da wieder runter in den Keller? Ich wollte eigentlich in den Keller. Okay, irgendwie peinlich, wenn man sich im eigenen Haus verläuft. Ich sag bloß, ich komme nicht in den Keller. Naja, egal. Dann gehen wir hier oben. Wo war mein Zimmer? Mein Zimmer war doch auch hier irgendwo. Na gut, dann gehen wir mal hier raus. Blup. Ja, wir müssten da eigentlich raus, aber ich suche immer noch ein paar... Die nächste Siedlungsmission. Also ich glaube, bevor wir uns dann hierhin begeben, werden wir wohl, wenn ich mich mal hier in die Grenzlande aufmachen und gucken, ob wir da nicht noch irgendwie so eine Mission finden. Na, da könnten wir eigentlich schon mal... kann ich natürlich nicht schnell reisen. Ja, das ist natürlich auch wieder... Deswegen, da kann ich schnell reisen, da einen aber nicht. Gut. Also ich glaube, ich werde da jetzt offscreen hinlaufen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis in Folge. Bis